Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr in der Videobeschreibung schon gesehen habt, Unboxing von einem Controller. Ich habe von NYXI, ich hoffe NYXI reicht vom Namen her, ein Paket bekommen oder eine Anfrage bekommen, ob ich euch den neuen Controller von denen zeigen möchte. Ich habe ja schon einen. Das ist dieser hier. Und der ist recht geil, vor allem für Mario Kart, weil er schön groß ist, lang ist. Und wegen dieser Ausbuchtung hier. Der liegt wirklich, wirklich gut in der Hand. Und jetzt haben sie halt einen neuen und der sah wirklich richtig geil aus. Also werdet ihr das Thumbnail schon gesehen haben. So im Retro-Look. Da haben wir ihn. So. Hier haben wir ihn. Wie ihr seht. So. Im Prinzip fast wie der. Bloß, dass der im Retro-Look ist. Und dass wir hier unten zwei und hier zwei Knöpfe haben. Die haben wir hier nicht. Hier, die sind gleich. Hier oben der Knopf, den haben wir hier auch. Hier haben wir den Analogstick. Hier haben wir einen Analogstick. Hier das Kreuz. Ja. Und der sieht halt vom Design, sieht der richtig cool aus. So Gamecube-like, so mit dem Lila. Ja, und wir haben Palette, Batte, Random. Ja. Müsste man Englisch können. Hyperion Wireless Controller for NS, also Nintendo Switch. Also nicht falsch verstehen. NS steht für Nintendo Switch. Lite und OLED. Also praktisch NS für Nintendo Switch, normal. Für Nintendo Switch, also für NS Lite, also Nintendo Switch Lite. Und für NS, Nintendo Switch halt, OLED. Ja, weil wenn man da Nintendo Switch überall aufschreiben würde, würde das vielleicht ein bisschen zu groß sein. Dann hier halt oben das Logo. 2024. So, dann hier nochmal den Controller. Und hier hinten dann auch nochmal. Wir haben auch hinten wieder Knöpfe. Two Advent Gaming Buttons. Da muss ich mal gucken, ob ich die in Mario Kart auch benutzen kann, weil bei dem anderen hat es nicht geklappt. Aber vielleicht kann man im Mario Kart ja Controller einstellen, dass man die Knöpfe irgendwie zuweisen kann. Ich spiele es aber zu selten. Wenn da eine Ahnung hat, kann er sich gerne bei mir melden und mir da Bescheid geben. Aber ich werde da mal demnächst ein bisschen rumfummeln. So. Das hier schon mal. So. Leer. Okay. Dann den USB-C-Kabel zum Laden von einer Hälfte. Das finde ich wieder schade. Und halt natürlich eine dicke, fette Anleitung in mehreren Sprachen, denke ich mal. User Manual Controller, User, das scheint Spanisch zu sein. Bedienungsanleitung. Ah, okay, das geht praktisch per Spalten. Dann können wir das hier praktisch sozusagen ausblenden. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus, wie ich das falte, aber im Prinzip müsst ihr euch das dann so vorstellen, dass die Anleitung dann praktisch so ist. So, wir haben hier dann nochmal erklärt. Dann halt, aber es ist mir alle zu klein geschrieben und selbst mit Brille, ich habe manchmal mit der Augen, hier auch nochmal, wie man das verbindet, dass man sie einstecken kann, logischerweise in eine Switch, auch hier in der Basis einstecken kann und dann hier oben lösen mit dem kleinen Knopf, wie ihr das vom Standard auch kennt, da zeige ich euch dann gleich alles. Hier, dass sie verbunden sind. Hier rein und rausstecken. Hier. Also eigentlich kein Hexenwerk. Gut.
So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das jetzt hier falten, damit das halbwegs wieder vernünftig aussieht. Einmal quer. Ach so. Hier. Nee. Den muss man, glaube ich, noch mal so falten. Das schätze ich da jetzt hin. So. Wir wollen uns ja um den Controller kümmern. Da finde ich, also jetzt, ein Manko habe ich jetzt. Ein einziges Manko. Das habe ich bei dem anderen auch bemerkt. Wir haben nur ein USB-C-Kabel zum Laden. Ja, da hätte ich mir gewünscht, ein Y-Kabel. Ja, man muss ihn ja nicht benutzen. Man kann ja auch normal einladen, wenn gerade einer was leerer ist oder so. Aber da hätte ich mir ein Y gewünscht, dass hier praktisch zwei USB-C rauskommen. Ja, dass man beide beladen kann. Weil so ist man jetzt momentan leider, oder man hat da eine Ladestation, die bieten NYXI natürlich auch an, eine Ladestation, da steckst du die an der Seite rein. Habe ich auch. Funktioniert 1A. Aber das mit dem einzelnen Kabel finde ich ein bisschen schade, da ein Y-Kabel. Wäre schöner. Oh, der ist nicht glänzend, der ist matt, finde ich sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. Ich stecke das jetzt mal alles hier kurz rein, damit wir uns den in Ruhe angucken können. Oh, der sieht echt sexy aus. Der sieht wirklich sexy aus. Aber das wirkt ein bisschen wackelig, muss ich sagen. Das ist halt schade, das hätte ein bisschen dicker sein können. Seht ihr das? Das ist ein bisschen wackelig. Ist bei dem anderen auch? Nee, bei dem nicht. Da ist alles fest. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Aber der sieht wirklich, wirklich sexy aus. Hier Logo, hier alles grau, hier gelb. Blau, rot, grün. Auch so schön transparent. Oben auch. Hier grau. Ach, hier haben wir auch nochmal Tasten. Machen die was? Ja, die kann man auch drücken. Okay. Und hier natürlich zum Rausziehen. Alles klar. Hoppala. Aber wir gucken schon viel zu viel Hardware an. Hardware wollten wir in einem separaten Video machen, wo wir den auch dann mit der Switch verbinden werden. Ja, dann würde ich hier jetzt erstmal einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video wieder. Und dann werden wir mal gucken, wie er anzuschließen ist, ob alles gleich klappt. Und eine Runde zocken und gucken, ob das auch alles klappt. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.